Was bringen die Sterne in dieser Woche für Ihr Sternzeichen? Das sagt uns wie jede Woche unsere Star-Astrologin Gerda Rogers. Frau Rogers, was für eine Woche steht denn wieder bevor? Ein hektisches Betriebsklima, aber dafür am Abend ist Kuschelstimmung angesagt. Ja, so kann man eigentlich die Weihnachtszeit ganz gut überstehen. Ja, eine schöne Kombination. Die Stiere, wie läuft es bei denen? Die müssen sich momentan sehr auf ihre eigenen Angelegenheiten konzentrieren. Ich würde sagen, hören sie auf ihre innere Stimme. Und der Mars ist man nicht immer mit dem zufrieden, was man momentan erlebt oder einem auch angeboten wird. Das geht ja wieder vorbei. Geht vorbei. Ja. Also die sollen in sich gehen. Die Zwillinge, sind die zufriedener? Ja, aufmerksam bleiben. Keine Chance vorbeigehen lassen, alles kontrollieren und gute Gelegenheiten beim Schopf backen. Ein guter Rat. Die Krebse, wie läuft es bei denen? Die dürfen sich momentan auf ihr Bauchgefühl verlassen und auch danach entscheiden. Da gibt es ein bisschen gute Angebote, da gibt es Ausdauer, Beharrlichkeit im Job. Also ich würde sagen, wagen auch den Schritt ins Neue. Mhm. Und blühen dem Löwen auch gute Gelegenheiten? Naja, von Ausgeglichenheit kann momentan unter Mars Venus nicht unbedingt die Rede sein. Ja, versuchen Sie sich etwas zurückzunehmen, sage ich immer zu den Löwen. Und vor allem in Beziehungsfragen nicht gleich wieder so wild hineinschlagen. Mhm. Du, Prankenhieb vermeiden. Okay. Wie geht es den Jungfrauen in dieser Woche? Ja, also die dürfen ja wirklich an ihre eigenen Fähigkeiten glauben und auch vertrauen, sind ja wirklich absolut im Vormarsch. Momentan haben sie es ein bisschen stressig, aber in der Liebe dafür umso besser. Okay, also mehr Selbstbewusstsein für die Jungfrauen. Ja. Die Wagen, bei denen läuft es ja eigentlich fast immer rund. Ich sage auch, die brauchen gar nichts erzwingen. Alles fügt sich unter Jupiter, Mars von selbst. Also ich glaube auch, genießen Sie das Leben, lassen Sie es laufen, wie es ist. Es regelt sich alles. Also besser könnte es nicht laufen. Wie schaut es bei den Skorpionen aus? Ja, unter Mars, Venus gibt es natürlich momentan sehr viele Herausforderungen. Herausforderungen meine ich jetzt im Job, vielleicht auch in der Beziehungsebene. Ja, aber ich würde sagen, lassen Sie sich nicht verwickeln. Das ist so ein ganz kurzer Transit, der bald wieder vorbei ist. Ja, einfach durchhalten sozusagen. Durchtauchen manches Mal. Ja? Mhm. Die Schützen. Naja, der Mars drängt natürlich zu Veränderungen. Es ist eine Phase, in der man absolut vom Alten weg will und in etwas Neues hineinstarten möchte. Aber unter Saturn bitte alles mit Kontrolle und ein bisschen hinterfragend. Okay, also eine Phase der Veränderung, die man aber doch mit Vorsicht hinterfragen. Mhm. Die Steinböcke. Da bieten sich sehr lukrative Chancen bei den Steinböcken. Was in den Steinböcken wichtig ist, jobmäßig vor allem, da wird sicher super bleiben. Ja, ich sage, am Ball bleiben und die Dinge sich einmal genauer anschauen, auf sich zukommen lassen. Mhm. Was blüht den Wassermännern? Die haben einen vielversprechenden Start in die kommende Woche. Ja, Mars gibt nicht nur Ehrgeiz, bringt auch Erfolg. Man klettert wieder einmal eine Stufe weiter. Wunderbar. Super. Und zu guter Letzt die Fischlein. Ja, ich würde sagen, reduzieren Sie den Stress, liebe Fische. Es bringt ja nichts, wenn man sich mit dem eigenen Stress fertig macht. Schön langsam jetzt durch die Weihnachtszeit hindurch. Ja, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Frau Rogers, für diesen Blick in die Sterne.